Und wieder einmal herzlich willkommen zurück zu einem neuen weiteren Video. Kurze Unterbrechung, Leute, bevor es mit diesem Video weitergeht. Ich möchte euch darauf hinweisen, dass ihr mir auch gerne auf TikTok und auf Instagram folgen könnt. Auf TikTok könnt ihr unter anderem auch bei meinem Live zusehen, denn wir stimmen ja unseren 3:35 Liberty Walk ab. Das passiert für euch kommenden Dienstag und das Auto ist ready dafür. Ich werde das Ganze natürlich auch für YouTube verfilmen, aber auch auf TikTok live gehen. Das heißt, wer das Ganze miterleben will und live dabei sein will, kann mir gerne auf TikTok folgen. Ich verlinke euch meine Profile dort in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, heute geht es um keinen geringeren als einen richtigen Special Gast und auf einem auf diesem Kanal noch nicht gesehenen oder noch nicht gesehenes Fahrzeug, beziehungsweise sind wir nicht so wirklich ins Detail gegangen. Und welches Fahrzeug das ist, das sagt euch unser lieber Philipp. Wie ein Scheißding mach ich. Jetzt sag doch mal was zu deinem Fahrzeug jetzt bitte. Komm. Nein, Digga. Okay, er ist noch ein bisschen schüchtern. Deswegen würde ich sagen, ich sage euch so ein bisschen was zu diesem Fahrzeug, was ich weiß. Wenn ich was Falsches sage, dann kann der nette Herr im Hintergrund, der so ein bisschen, ja, dem die Sprache verschlagen ist, mich ja korrigieren. Wir haben hier einen Golf 1. Ja, 2er. Nein, natürlich nicht. Wir haben einen Golf 5 GTI hier stehen. Es ist tatsächlich auch ein GTI. Kein verfluchter Umbau. Aber an diesem Fahrzeug wurde natürlich mehr als genug umgebaut, wie man sehen kann. Von Seitenschwelle ansetzen bis eine Frontlippe hin und her und was weiß ich. Die Felgen auch wirklich ein Fall für sich. Also die sprechen ja mehr als 1000 Worte. Was eine Felge auf so einem Golf. Aber ihr seht, wie das Fitment auch ist. Brutal. Also da hat man auf jeden Fall, denke ich mal, an dem Reifen so ein bisschen nachgeholfen, dass das so, ja, fluchtete. Ne? Der Wagen steht natürlich auf dem Luftfahrwerk, deswegen sieht das Ganze so aus. Hinten nochmal ganz andere Felgen, Carline-Felgen, die mir persönlich so brutal gefallen. Ich habe ähnliche von MAN gefahren auf meinem E36, den ihr aus dem Intro kennt. Und ich habe mich in die Dinger absolut verliebt. Ja, hinten ist natürlich auch so ein bisschen was gemacht. Ihr seht es, Rückleuchten. Wir haben hier Aufkleber am Auspuff. Der hat noch so eine Blende. Das sieht richtig, richtig cool aus. Aber worum es heute an diesem Fahrzeug geht, ist natürlich, ja, es muss natürlich was passieren für die Saison. Der Philipp möchte natürlich auch so ein bisschen was verändern. Und sind deine Spiegelkappen schon da? Nein. Immer noch nicht da? Okay, dann die Spiegelkappen heute leider nicht. Vielleicht sieht man dich ja in einem anderen Video. Ne? Kann ja sein, ne? Und vielleicht ist er dann so ein bisschen gesprächiger. So, wir machen uns heute an deine Ansaugung. Rohre hast du ja besorgt, Schellen auch. Ist mir nämlich vorher gekommen. Naja, kriegen wir schon irgendwie hin. Wir bauen eine eigene Ansaugung. Da gibt es ja für die Dinger mehr als genug. Allerdings schweineteuer und das Ding hat sowieso keine Straßenzulassung mehr. Beziehungsweise sieht die deutschen Straßen eigentlich nur noch auf dem Hänger. Und daher bauen wir da was Eigenes. Wir nehmen euch so ein bisschen heute mit. Das Ding kriegt mal einen Service. Nach wie vielen Jahren? Nach fünf Jahren endlich mal auch mal einen Ölwechsel gönnen. Ne? Nicht nur kalt starten und gib ihm und was weiß ich, sondern auch mal was Gutes tun. Ne? Genau. So, genug gefaselt, genug gequatscht. Wir legen los. Ansaugung bauen, das Ding auf die Bühne, Ölwechsel machen und los geht's. So Leute, wir müssen jetzt, wie du da stehst, Philipp. Total. Wir müssen jetzt erstmal die Ansaugung von dem Kollegen machen, oder? Genau. Mach mal die Haube auf. Komm, zeigen wir mal den Leuten, was da los ist. Wir haben nämlich schon mal angefangen und dann war das Problem, dass wir keine Rohre mehr hatten. So, das hier ist nämlich das Originalrohr. Philipp, jetzt musst du mir helfen. Wie war das drin gesagt? So, ne? Ja. Ich glaube so. Ja, so. Ja, ne? Safe. Nee. Doch, doch, das Ding war doch hier dran, oder nicht? Ja, doch, stimmt, stimmt. Genau so. Und hier seht ihr auch schon nebendran liegen, was wir vorhaben. Hältst du die Haube? Halt ich. So, Leute, Auto umbauen, alles was geht und nicht mal 10 Euro für einen Haubendämpfer investieren. Bester Mann. Muss sparen, wo man kann. Okay, also, wir haben hier schon mal einen Universal-Luftfilterpilz. Hier noch ein Rohr. Und jetzt hat der Philipp noch ein Rohr besorgt. Das müssen wir zuschneiden. Gehen praktisch von unten hoch. Mit einem 90 Grad, wo sind überhaupt die Silikonschläuche? Hinten.
Okay. Mit einem Silikonschlauch, 90 Grad, einmal rüber praktisch, nochmal rüber, nochmal einen Silikonschlauch und dann landen wir hier. Was wir allerdings noch machen müssen, ist die das Geschichte ist auch hinten, glaube ich. Mit Luftmassmesser, ne? Ach stimmt, da war ja noch... Ah nein, der ist auf der Rücksitzbank. Okay, ja, red halt einfach du weiter, oder? Nein. Nein? Okay, wir müssen jetzt den Luftmassenmesser noch irgendwie in diese ganze Geschichte integrieren. Ja, Luftfilterkasten holen wir jetzt vor, holen das ganze Gedöns und dann würde ich sagen, fangen wir an. Und falls jemand noch einen Öldeckel für den Kollegen hat, er ist nämlich zu geizig, diese 5 Euro zu investieren, kann mir gerne auf Instagram schicken und vielleicht spendet ja irgendjemand einen Öldeckel für den Philipp. Ne? R8, ja. Genau, gleich den teuren, ne? Den Finger hier, ne? Den Finger, nee, die ganze Hand, ne? Ja, okay. Wo ist das Zeug, Philipp? Wo ist das Zeug? Los jetzt. Der Philipp, der ist ein bisschen, sagt man, extrovertiert. Oh. Ja. Oh. Da, Leute, und innen drin natürlich auch nicht lumpen lassen, ne? Gleich mal ein Käfig drin. Schaut mal her, Käfig drin. Hier, fragt nicht, was der Junge davor hatte. Wenn jemand kaufen will, sagt Bescheid. So, hier auch. Darf man aufmachen, die Tür? So, hier auch ein Schlüppi hängen, ne? Der gehört dazu, oder Philipp? Das ist das Sportwerkzeug, ne? Genau. Das Sportwerkzeug. So, nee, hier, ihr seht, Snap-Off, alles mit drin am Start. Also, die Kiste ist wirklich von A bis Z umgebaut, Alter. Alles, was geht. Viele Kleinigkeiten und die machen das Ganze zu einem wirklichen Unikat. Denn an sich gefällt mir so ein Golf 5 GTI eigentlich überhaupt nicht. Aber das Ding sieht irgendwie richtig geil aus. Ne? Und sieht man auch nicht alle Tage, so wie das Ding jetzt dasteht. So, genug gefaselt, genug Props gegeben an der Stelle. Wir legen los. So, jetzt nochmal. Also das kommt unten hin und dann? Und dann? Dann so und dann so. Okay. Jetzt müssen wir erstmal das hier ausmessen, Leute, dass wir wissen, wie hoch wir können. Dann rüber, nochmal rüber, so und so. Ne? Und dann müssen wir die Geschichte auch noch irgendwie befestigen, dass es nicht rumbaubelt. Wie machen wir das? Kabelbinder. Ja, man, ihr seht's. So muss das sein, gell, Philipp? Ja. Yeah. So, Leute, wir sind hier gerade am Ausmessen. Hier steckt schon der Silikonschlauch drauf. Und jetzt messen wir praktisch, wie viel wir hier nach oben brauchen. Und da brauchen wir aktuell 14 cm. Wir machen es lieber ein bisschen zu lang. Und können es dann immer noch nachkürzen. Und dann gehen wir mit dem 90-Grad-Teil, was ihr gerade gesehen habt, rüber, messen uns das Stück hier aus und dann gehen wir auf das polierte Edelstahl. Nee, Edelstahl ist es gar nicht. Alu. Alu-Teil drauf. Ja, zuschneiden ein bisschen hier und da. Ich würde sagen, ich zeige euch oder wir zeigen euch das fertige Ergebnis. So Leute, Rohre haben wir uns soweit gebaut. Jetzt ging es um das Thema Luftmassmesser. Wie kriegen wir den in so ein Rohr rein? Und jetzt haben wir tatsächlich hier den originalen Luftfilterkasten komplett zerflext, denn der Luftmassenmesser ist zu lang. Also würden wir den jetzt komplett so, ihr seht, der geht dran vorbei. Wir haben uns jetzt dieses Plastik hier herausgeschnitten, werden das jetzt hier praktisch eine Aussparung reinmachen und dann in das Plastik erstmal hier rankleben, mit Scheibenkleber fest verkleben, dass das Ganze auch hält. Ne, ihr müsst bedenken, das Auto, zieh mal raus, das Auto fährt ja nicht mehr auf der Straße, ne? Beziehungsweise nicht mehr auf den deutschen Straßen, oder? Vielleicht mit null. Oh, naja. So, und wenn wir das hier fest verkleben mit Scheibenkleber, dann wird das auch halten. Ne, das ist nur noch ein Showfahrzeug und da kann man das, denke ich, so machen, oder? Kann man machen. Kann man machen. Was? Ja, die günstige Alternative hier, ne? Und was mit meiner Zeit? Meine Zeit? Welche Zeit? Welche Zeit? Welche Zeit? Meine Zeit ist wertvoll. Oh, keine Zeit. Keine Zeit. So, kleiner Zeitsprung in der ganzen Geschichte. Wir haben hier fleißig weitergemacht und sind tatsächlich schon in dem finalen Zug, wenn man das so sagen kann. Wir haben hier oben, beziehungsweise hier unten alles fertig gemacht. Ach ja, übrigens, das Rohr anfangs, das hier lag, das war das hier. Ja, wir haben euch ein bisschen Blödsinn erzählt, das war nicht von da hinten oder so, das war das hier. Da war nur so ein kleiner Nipsi dran und dann kam ja der ganze Luftfilterkasten, der hier drauf sitzt. So, das hier ist schon alles fest. Wir haben einen Halter gebaut für den Luftmassenmesser, nicht allzu professionell, aber das Ding hat eh keine Straßenzulassung und für die Zwecke, wo es benötigt wird, taugt das allemal. So, ansonsten fehlen hier uns noch so ein paar Schellen.
dann ist das ganze Zeug hier fertig und das hält auch bombenfest, denn wir sind jetzt hier abgestützt vorne, die Haube schließt ordentlich ab, ohne dagegen zu drücken und hier werden wir dann nochmal das Ganze mit einem Kabelbinder fixieren und es ist auch so schon, ihr seht es fest, also das wird nirgendwo hingehen, wo soll's denn auch hin, hat ja eh kein Geld. So, in dem Sinne würde ich sagen, die Geschichte passt. Allerdings vom Luftmassenmesser die Geschichte. Da mussten wir so ein bisschen Scheibenkleber zur Abhilfe mitnehmen. Und das muss trocknen. Das heißt, wir können jetzt heute nicht auf die Bühne fahren und wir können heute auch keinen Ölwechsel vornehmen. Ich denke aber trotzdem, dass es ein cooles kleines Video war. Ihr habt mal den Philipp kennenlernen können. Ihr habt ein neues Update, wie es bei mir weitergeht. Wie gesagt, auf TikTok werden wir auch live gehen, wenn wir den 335 abstimmen werden. Und ja, wie gesagt, der ist jetzt komplett ready. Das heißt, auch die Dichtnähte etc. pipapo. Außerdem geht das Ding dann nächste Woche höchstwahrscheinlich zum TÜV. Und wir werden den hoffentlich komplett fertig anmelden können, um diese Saison zu genießen. Dann kümmern wir uns um ein paar Kleinigkeiten und holen den E36 ins Boot. Denn der soll ja eigentlich auch dieses Jahr im Sommer auf der Straße sein. Das heißt, an der Stelle gerne ein Abo dalassen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haltet die Ohren steif, Like, Kommentar nicht vergessen. Philipp, abschließende Worte? Bro, ich habe kein... Scheiße. Bro, schneid mal zusammen. Bis zum nächsten Mal. Bro. Okay. Und Philipp, abschließende Worte? Es gibt nichts. Okay, es gibt nichts. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.